Wir sind jetzt hier oberhalb von Ilsenburg, Ilsenburg am Nordrand des Harzes. Wir sehen hier einige Birken drin stehen, in diesem mittlerweile auch schon abgestorbenen Fichtenbestand. Da gucken wir also nördlich aus dem Harz raus. Und hier sehen wir, wie diese Fläche hier links, also wo wir jetzt drauf gucken, die Fichten sind alle weg. Und hier ist also die Birkensaat voll angegangen, ungefähr 4-5 Jahre alt. Hier hat wohl schon der Sturm reingefasst, das sehen wir hier, ist also nicht erst von den Borkenkäfern, das ist schon länger. Und da sehen wir also hier, wie die Birke alles neu bestockt. Der ganze Wald baut sich neu auf, allein durch die Naturverjüngung Birke. Das ist jetzt keine Birke, das ist Marie. Ja, und diese großen Birken, die man also in 80er Jahren rausgesägt hätte, als Platzräuber, lässt man heute stehen. Wenn die hier nicht stünden, wäre es jetzt hier eine Kahlfläche. Und so ist es eine künftige Waldfläche, ganz ohne Arbeit. Das hier ist eine eindrucksvolle Dichte an Birken, Naturverjüngung. Unter diesem Fichtenwald, der noch nicht mehr da ist und der seit sicher weit über 100 Jahren ein Fichtenwald war, aber eine kurze Unterbrechung im Wuchs und schon ist die Birke da. Deswegen sind die Birken so wichtig, denn hier wird sich ganz kostenfrei nachher ein Idealwald herstellen. Hier sehen wir auch in der gleichen Stelle, wie also schon die jungen Lärchen aufwachsen und wie hier auch die Brombeere von der Birke unterdrückt wird. Nur hat die Birke jetzt natürlich kein Laub. Ist hier ein paar Tage vor Weihnachten, das ist klar. Aber im Sommer beschattet sie das alles hier und die Brombeere, die hier vom Wegrand aus reinwächst, hat keine Chance, diese Fläche zu besiedeln. Die Birke war eindeutig schneller. Sehen wir also im Bestand, wo die Lärchen noch stehen, dass also die Birken Bestand hatten. Die hat man stehen lassen, deswegen hat man jetzt hier gegenüber auch die Naturverjüngung. Aber wir sehen auch, dass die Birken hier schon absterben von Natur aus. Hier steht ein Strunk, da hinten in der Mitte ist auch schon abgebrochen, weil die Birke nicht konkurrenzstark ist gegenüber anderen Bäumen, noch nicht mal gegenüber der Lärche, wo sie sich hier bevorzugt gehalten hat, weil die Lärche ja viel Licht durchlässt. Also diese Birken, die hier gar nichts nützen als Holz, haben jetzt in diesen Jahren eine große Bedeutung für die Neubewaldung nach den trockenen Jahren. Da vorne diese kleine Stelle sieht man ganz deutlich, sofort ist die Birke da. Kommt Licht, Fichte geht, Birke kommt. Hier auch kein Wunder, links stehen die Elternbäume. Der Trick der Birke, diese borkige und weiße Rinde, schützt den Baum vor starker Sonneneinstrahlung. Deswegen ist sie eben der ideale Pionierbaum und weil die Samen hervorragend weit fliegen. Hier hat man also offensichtlich, das wird wohl Staatsforst sein, auch schon vor längerer Zeit eben erkannt, die Birken sind wichtig. Und dann kann dieser Baum diesen Hang, der sonst kahl würde, jetzt man sieht es überall mit Birken bestocken. Was sonst hier ein kahler Hang würde und dann wäre die Gefahr, dann ist die Erde weg. Und hier sieht man dann hier links auch, die Birke sich dann zurückzieht von alleine im Bestand. Da hinten steht noch so eine dunkle, die hat dann keine Chance, weil sie einfach gegen die großen Bäume an den Baumarten sich nicht durchsetzen kann. Also im dichten Wald hat sie keine Chance, nur da, wo keiner steht, da kann sie deshalb wachsen, weil die anderen eben nicht wachsen können. Die Schwäche der anderen ist die Stärke der Birke. Ja, hier sind jetzt die Fichten vollständig abgestorben. Und die Birke ist schon ziemlich groß. Da stehen wir jetzt mitten in solch einem Birkenwald.
also nahtlos den Bewuchs hier sicherstellt und auch schon für die kleinen Fichten, das sehen wir hier, die Naturverjüngung wieder die Voraussetzung schafft. Hier sieht man sehr schöne Windvorfläche, die ist jetzt bestimmt schon, ja wahrscheinlich vom Lothar, also etwa 20 Jahre her. Und da können unter den Birken schon die Fichten wachsen und übernehmen auch schon die Oberhand. Das ist also noch eine Stufe weiter in der Funktion Pionierbaumbirke. Hier nochmal eine Stufe kleiner, die Fichten, aber auch ganz deutlich Naturverjüngung, nur möglich im Schutz der Birke. Die Birke braucht auch nicht viel Erde zum Leben. Das sehen wir hier, also auch auf kargsten Bedingungen. Hier, wo fast nur Steine sind, kann sie trotzdem ein volles Leben entfalten. Was die Fichte ja auch kann. Deswegen stehen die hier in einer Gemeinschaft. Aber in unterschiedlichen Altersstufen. Die Fichte noch ganz jung und die Birke, etwa 20 Jahre alt, hat die Vorarbeit geleistet. Wirklich karge Bodenbedingungen und trotzdem in voller Wald. So eine Übernahme durch die Birken dauert natürlich zusätzlich gegenüber einer Pflanzung im ersten Mal 20 Jahre bestimmt, bevor was Neues kommt. Aber in der Summe ist es dann gegenüber einer schlecht wachsenden Pflanzung trotzdem schneller und der Wald auch stabiler und natürlich wesentlich kostengünstiger. Über diesen naturnahen Weg des Nichtstun als über eine aufwendige Pflanzung. Rechts neben dem Baumstamm sieht man da hinten Schloss Wernigerode und rechts im Bild sieht man Marie.